herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind mal wieder bei der Firma Carblast in Welsheim bei dem Herrn Schwan. Der ist allerdings gerade noch unterwegs. Deswegen zeige ich euch jetzt mal kurz, was wir in den letzten Tagen so gemacht haben. Man muss dazu sagen, es ist keine 48 Stunden her, dass wir das Auto von Artium abgeholt haben. Wir haben direkt Sonntag noch, Marius und ich, Seitenteile wieder raus. War richtig Action, weil wir wollten diese Blechseitenteile natürlich heile rauskriegen. Weil man kann sie ja vielleicht nochmal verwenden und irgendwo anders reinmachen. Wenn wir noch so ein paar mehr Limos. Und dementsprechend mussten wir da ganz, 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 ganz vorsichtig vorgehen, die Seitenteile wirklich rauszukriegen. Das Problem war ja, die Seitenteile sind hier ja, ich sag jetzt mal, um die Kante gewesen. Diese Kante ist ab Werk verschliffen, das heißt, man hat auch nicht mehr die Schweißpunkte gesehen. Das heißt, wir mussten da uns ganz langsam rantasten, dass das am Ende wirklich funktioniert. Ja, dann mussten wir hier oben noch diese Kante herstellen. Hier wird das neue Teil später drauf geklebt. Wir haben ja eine relativ breite Kante erstmal gelassen, die auch locker ist. Also das heißt, die können wir noch zurecht formen, damit hier später das Carbon-Seitenteil wirklich bündig drauf geklebt wird. So, ja, ansonsten alles geklappt, so wie wir uns das vorgestellt haben. Seitenteile abgenommen, alles vorbereitet, sodass jetzt die Carbon-Seitenteile, wenn sie dann irgendwann fertig sind, einfach 1:1 angeklebt werden können. Dazu muss man sagen, gewichtsmäßig, wir haben jetzt das Seitenteil wirklich ja komplett mit Zinn und Spachtel abgenommen und waren so pro Seitenteil bei 7,5 Kilo. 7,5? Ja. Ich hätte gedacht, das ist mehr, weil gefühlt immer relativ viel Zinn und Spachtel drauf geht, war aber nicht so viel. Ich hätte auch um die 15 gedacht. Nee, pro Seitenteil, ne? Ja, ja. So, das heißt, wenn man jetzt rechnet, das Carbon-Seitenteil mit ein bisschen Kleber und so weiter, wird wahrscheinlich irgendwo am Ende so bei 3-4 Kilogramm landen. Das heißt, so an die 5 Kilogramm, denke ich mal, kann man das schon sparen. Der Innenradlauf, im letzten Video waren wir uns noch nicht sicher, ob der in Carbon kommt oder nicht. Wir haben uns jetzt dafür entschieden, der bleibt auf jeden Fall im Blech. Das heißt, das ist jetzt hier der RS4 Innenradlauf vom Kombi, den wir komplett eingesetzt hatten. Das heißt, wir haben auch hier später eine schöne Klebekante, wo wir den Carbonradlauf ankleben. Also der wird später wirklich rundum einmal an dieser ganzen Kante geklebt. Ja, dann haben wir noch ein bisschen weitergemacht. Wir konnten es natürlich nicht sein lassen. Und wie ihr seht, ist hier jetzt einmal Leere drin. Ich weiß, das werden jetzt für euch ziemlich schockierende Bilder sein. Ihr werdet alle denken, oh nein, was machen die da? Keine Angst, wir haben keine Angst um die Festigkeit, weil man kann ja bekanntlich Carbon auch so bauen, dass es sogar noch fester ist als ein 0,8er Blech. Und ihr werdet im Laufe der nächsten Wochen sehen, dass wir hier hinten noch so ein paar Upgrades vorhaben in Bezug auf Achse und so weiter. Und genau deswegen musste das jetzt erstmal raus. Jetzt bauen wir auch dort wieder eine, wie soll ich es nennen, ein Muster, wie das Ganze aussehen soll. Und dann baut Artium das Ganze in Carbon. Das heißt, hier kommt definitiv auch eine Carbonplatte rein, sodass endlich auch mein Wunsch in Erfüllung gehen kann, hier mal einen coolen Diffusor zu bauen. Keine Angst, nicht so wie bei Marius Golf, dass der hinten raussteht und so weiter. Aber das Problem bisher war immer, dass die Mulde einfach noch mal tiefer war als der Unterboden. Das heißt, meine Unterbodenverkleidung ging immer um die Mulde drumherum. Jetzt haben wir allerdings die Möglichkeit, das Ganze wirklich mit Funktion, mit minimal Schräge, ab Achse bis hinten zu bauen. Deswegen musste das dementsprechend da auch raus. Ja, sonst extrem cool. Habt ihr das Ding auch gebogen? Ja, jein. Also ich hatte noch eine neue Mulde von Audi da. Die wiegt auch ungefähr, ich glaube, das waren 8 Kilo. Mhm. So, das heißt, wenn wir da jetzt eine Platte reinmachen, 5 Kilo, kann man da auf jeden Fall holen, ne? So, ne? Das sind dann schon wieder ein paar Kilo, ne? Mit den beiden Seitenteilen und dem... Genau, da gehen wir später nochmal dann drauf ein, wenn wir die Seitenteile und sowas bauen. Da gibt es halt, wie gesagt, Möglichkeiten, wirklich auch Carbon in noch steifer als Blech zu bauen. Mhm. Gerade bei einer geraden Platte. Ich denke, das wird gut. Zur Not können wir auch immer noch mit, so wie ihr hier den eigentlichen Träger sieht, vielleicht machen wir aus Kevlar, ähnlich wie in den Stoßstangen, hier auch nochmal einen Träger runter oder so. Mal gucken. Das sind die nächsten Steps. Also, jetzt zurück zum eigentlichen Video. Erstmal total geil, Auto immer noch fast rostfrei. Also, obwohl das Ding so blank ist, bis auf ein paar Griffel von Fingern an der Messe, wo die Leute immer angepackt haben, ist das Ding noch top. Aber nichtsdestotrotz warten wir jetzt auf Alex. Ich glaube, die richtige Reihenfolge ist, das Auto geht nochmal ins Entrostungsbad zum Nachentrosten, dass das Ding wirklich blank ist. Dann zum Passivieren und dann zum KTL. Und danach wird das Ding so aussehen. Glaube, man unterschätzt... Das schon, Chef, kannst du dich einfach so lassen. Man unterschätzt, wie krass das dann doch aussieht, wenn das Ding so geil gleichmäßig schwarzmatt ist. Ne? Ja. So, ja. Haben alles nachgeschweißt. Man sieht jetzt an allen Ecken und Stellen überall Schweißnähte.
wie wir wirklich versucht haben, nach Möglichkeit, hier sieht man es am Unterboden durch, die ganzen Nähte so von unten, wo wir die ganzen Träger, also alles, was wirklich ein tragendes Teil ist, haben wir alles nochmal nachgeschweißt. Blanke Karosse, mehr geht eigentlich nicht, haben alles gemacht, was wir wollten, haben am Unterboden nochmal ein paar Roststellen gestrahlt und ja, jetzt sehe ich ihn da. Da ist er doch, kann gleich losgehen. Wir sind mal wieder im Lande. Bist du wieder im Lande? Erstmal extrem cool, wie ihr die Bremer Messe gefeiert habt, die Oldtimer Messe. Ja, hab ich auch. Alex war ja zu Besuch. Hast du da so mit gerechnet, oder? Nee, ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Ich war da eigentlich total geblättet. Ja, also ich habe gar nicht gewusst, dass auf Oldtimer Messen auch junge Leute kommen. 20, 25-jährige Leute hinkommen können. Wir waren, also nicht nur ich, sondern alle meine Kunden, die mich gekannt haben, haben gesagt, ob sie was verpasst haben an der Messe oder ob sich irgendwas geändert hat. Geändert, ja, ja, ja. Hast du gesagt, auf jeden Fall haben sie was verpasst. Ich habe gedacht, ihr habt was verpasst, weil ich habe, glaube ich, auch was verpasst. Eine komplette Generation haben wir verpasst. Ne? So, okay, auf jeden Fall war schon heftig, wie groß so die Resonanz an Leuten war, die einfach angekommen sind und so gefühlt das ganze In- und Auto besser kannten als wir so, ne? Also, ich meine, 8:50 standen schon die ersten 10, ne? Ja, haben wir dann erzählt, was man da noch alles falsch macht oder was wir eigentlich nicht richtig tun und in irgendeiner Form, ja. Aber ich glaube, ich wusste gar nicht, dass es überhaupt einen... In Bremen eine Messe gibt? Einen Markt gibt oder dass es überhaupt Kundschaft oder überhaupt irgendjemanden gibt, der sich für sowas interessiert. War mir vor deinem Auto gar nicht bewusst. Habe ich nicht gewusst. Dann haben wir wieder unseren Bildungsauftrag erfüllt hier. Ja, ohne Spaß. Du kennst das Auto ja mit Seitenteile. Ich gucke mir schon die ganze Zeit an. Ich weiß gar nicht, was. Du hast jetzt komplett das Auto skelettiert, oder? Genau, jetzt ist alles raus. Jetzt ist alles raus. Okay. Das heißt, das neue Seitenteil wird jetzt hier wirklich einfach an allen Kanten schön angeklebt. Da oben haben wir nochmal eine neue Absatzkante gemacht. Mit einer breiten Verklebung. Ja, ich muss erstmal fassen, was du hier überhaupt machst. Oder? In irgendeiner Form. Form ist fertig. Jetzt muss Archim halt nur noch ein Seitenteil davon bauen. Okay. Und die Anklebepunkte, das werden dann die hier sein. Genau. Ja, richtig? Das ist okay. Wie und auch wie, das hier. Ne? Das wie, ist der Ansatzpunkt, genau. wie das Verlötete am Anfang. Genau. Wir haben es nur noch mal breiter gemacht, weil wir wollten halt einen breiteren Streifen zum Kleben. Okay. Ne? Und sonst wird das komplett hier. Ne? Klar, man hätte jetzt natürlich jeden Ausbohrpunkt noch mal einmal schweißen und glatt machen können. Ne? Aber da später E-Kleber drauf kommt, ist das vollkommen in Ordnung. Ne? Hier wird das sauber angeklebt, unten fertig. Hast du jetzt mal gewogen? Lohnt sich das? Nee. Also was heißt Lohn? Lohn ist immer relativ. Ich habe gerade schon gesagt, was Marius und ich, wir haben den ganzen Sonntag wieder durchgemacht, haben ja alles rausgeballert. Ich habe es an deinen Bildern gesehen. Ja. Weil ja Zeitstress, weil, warte, jetzt muss ich mir die Reihenfolge merken, wir machen erstmal kurz Seitenteile. 7,5 Kilo pro Seite mit Zinn und Spachtel. So, ne? Das ist aber auch was, ne? So, ne? 7,5. Aber die Carbon-Sachen kennt ja noch nicht vom Gewicht. Ja. Man kann immer ungefähr sagen Drittel. Da Artium die Sachen schon relativ massiv baut, das ist nicht hier am Ende so, ne? Muss man ihn lassen, ne? Also krass, ne? Ja. Krass. So, das heißt ungefähr 5 Kilo und hier mit Mulden uns auch nochmal 5 Kilo. Okay. So, okay. Thema Zeitstress, deswegen hatten Marius und ich da auch so einen Stress gemacht am Wochenende. Ihr seid wieder auf einer Messe hier in Stuttgart. Wir sind auf der Retro Classic mit einem relativ großen Stand und wir hätten gern das Auto auf dem Stand. Mhm. Kriegen wir auf jeden Fall hin. Welche Halle seid ihr? Halle 3. Halle 3? Ich glaube, ab Donnerstag ist sie, ne? Die ist ab Donnerstag ab 12 Uhr und bis Sonntag. Ich gehe mal davon aus, dass die Halle 3 die Restaurierungshalle ist. Mhm. Wir dann die Halle 1 und 10, das sind eher die Händler und so weiter. Ja. Ich denke mal, da findet man noch mehr, aber ja. Unsere klassische Messe seit 2003. Wann bist du immer da? Ich bin am Donnerstag, am Samstag und am Sonntag. Am Freitag kann ich leider. Ich habe im letzten Video auch schon angekündigt, Auto steht da, in KTL, hoffentlich so, ne? Mindestens so. Und Marius und ich kommen tatsächlich auch am Samstag vorbei und bleiben bis Sonntag. Na dann, ich kaufe mal schon mal Heineken. Also wir sind auf jeden Fall Samstag, Sonntag auch am Start und hoffentlich mit einem schwarzen KTL-beschichteten Auto. Sicher. So, jetzt zum Eigentlichen. Was machen wir heute? Ja, ich gucke mir schon die ganze Zeit an, was wir hier machen müssen. Also zwei, drei Sachen gefallen mir schon mal nicht und die müssen wir jetzt egalisieren. Ich habe ein Problem mit dieser Farbe. Mhm. Da muss die Farbe weg. Also KTL funktioniert ausschließlich auf
blanken Metall, nicht der Farbe, das müssen wir wegmachen. Dann sehe ich ja natürlich Sachen, die wir beim letzten Mal nicht gut getroffen haben oder noch ein paar weitere. Wobei, ich muss dazu sagen, hier, das ist ja eigentlich so jetzt der beste Beweis dafür, der Träger war ja zu, ja. Ne? Da konntest du jetzt ja auch nicht so richtig spülen und so weiter, ne? Und trotzdem ist das, da ist nicht viel drin, wir haben mit Absicht nichts sauber gemacht. Ich sag dir mal, das ist ein modernes Auto und da war ein schlauer Mann, ne? Der wusste das Thema und deswegen sind die Löcher auch entsprechend groß. Mhm. Die sind nicht 3 mm, sondern die sind dafür gedacht, dass das Auto in Bädern durchlaufen wird. Oder und durchlaufen muss in irgendeiner Form. Und hier, also ich bin selber überrascht. Also was mich am meisten überrascht, ist das hier. Also dieses Rathaus so glatt nach dem Entlacken, sage ich dir, keiner, niemand mit nichts und gar nichts. Es geht nur so oder es geht gar nicht. Punkt. Nee, nee. Und es waren ja einige Kommentare, wo die Leute so ein bisschen Angst um Hohlräume und so weiter hatten. Wir hatten jetzt ja fast das ganze Auto auf. Da ist ja wirklich nicht mehr viel, ne? Und das war alles nach mir, nicht vor mir. Nach mir habt ihr es aufgemacht. Nach dir, genau. Und das war trotzdem wirklich alles bis in die letzte Ecke. Also da kann ich wirklich nur sagen, top zufrieden. So, okay. Das heißt, ihr wollt noch mal so ein paar Stellen vorbearbeiten? Ich muss auf jeden Fall ein paar Sachen wieder nachentrosteln. Eure Fingertapper muss ich nachentrosteln. Eine Nisse, da vorne eine Nase. Genau. die Farbe müssen wir wieder weglegen. Naja, und dann können wir kartellen. Also, aber es ist kein Problem, das geht ruckzuck. Mhm. Okay, also Vorarbeit, entrosten ist ja für uns eigentlich nichts Neues. Und theoretisch müsste ich jetzt entlacken. Wir werden das jetzt aber mogeln ein bisschen. Wir werden das Thema kurz nachentlacken, entrosten, passivieren. Beim Passivieren löst es auch an, dann waschen wir das weg. Und dann sind wir gegen Mittag, müssen wir schon in die Kartell gehen. Okay. Das heißt, ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit, weil das war ja letztes Mal auch das Problem, dass wir eigentlich immer zu wenig Zeit haben. Und let's go. Ab ins Bad. Ja. Dem letzten Step, dem KTL-Beschichten. Was haben wir gemacht? Wir haben jetzt nochmal nachentrostet, passiviert und ein Inhibitor drauf gebaut, da wir ein bisschen hier aufbauen können. Wir brauchen Zeit zwischen KTL und dem Rüsten. Deswegen ist der jetzt neutralisiert und stabilisiert. Das heißt, sonst wäre das Risiko, dass es von da bis hier schon wieder anfängt zu rosten?
Ja und bisschen. Nein, ein bisschen. Wollen wir vermeiden. Okay. Sieht auf jeden Fall wieder krass blank aus, das Ding. Das ist wirklich immer wieder, wenn man da so, ich weiß nicht, ob das auf der Kamera überhaupt so rüberkommt, das sieht aber in live wirklich heftig aus, weil bis zur letzten Ecke wirklich alles so geil glänzend ist. Ne? Ja, weißt du, je heller, umso cooler ist das Ganze. Ne? So, pass auf, jetzt, wir haben das Ganze zwar schon einmal durch, du musst jetzt aber uns noch mal einmal kurz das KTLen erklären. Warte mal, Wikipedia einschalten, ne? Nee, nicht was. Folgendes. KTL, stellen sich viele vor, wie irgendwas reintunken, ne? Du nimmst eine Karosse, tunkst sie in eine Brühe, ist fertig. Ist bei weitem nicht das Gleiche. Also das heißt, eine KTL-Beschichtung ist eine elektrochemische Tauchlackierung, kathodische Tauchbadlackierung. Das ist der deutsche Begriff, E-Coating ist der englische Begriff. E-Coating oder elektrochemischer Begriff oder Lackieren ist von den, aus den 50er Jahren gab es schon die ersten KTL. ATL, Anode, also anodische Tauchbadlackierung, gab es in den 60er Jahren. Sie haben immer einen Schritt Verbesserung vom Korrosionsschutz und eigentlich braucht man das nur, wenn man seriell Teile beschichtet. Wenn etwas in einer großen oder mittleren oder großen Serie am Band beschichtet werden soll, dann ist KTL das beste Verfahren, weil das, das die meiste Farbe aus dem Wasser rausnehmen kann, ohne Verlust. Also wenn du etwas sprühst, hast du die Hälfte in der Luft. Ah, okay, verstehe. Genau, und hier nimmst du im Prinzip 100% Flüssigkeit, 98% Effizienz. Ja, hast du kein Overspray, hast du keine VC-Werte, all das brauchst du hier. Deswegen nimmt man KTL. Und KTL ist etwas, was, wo die Farbe von unten auch nach oben umgreifen kann. Man sagt auch so Hohlraumumgriff. Du tauchst das, du gibst darauf Strom, das zieht Pigmente aus der Flüssigkeit an. Und das Ganze kann dann im Ofen vernetzt werden. Das ist heute noch im Prinzip identisch, in jedem Karosseriewerk. Okay, das heißt, erst geht's ins Bad und dann geht's in den Ofen. Erst geht's mit VE, voll ins Salz waschen, das machen wir hier. Wir stellen die Karosserie neutral, damit sie keine Mineralien oder keinen Leitwert hat. Wir senken den Leitwert, machen den auf Null. Dann gehen wir in das Becken, dort 600 Sekunden mit kleinem Strom erzeugen wir ein Magnetfeld, ziehen die Farbe raus, waschen ein Ultrafiltrat. Ultrafiltrat ist die restliche Farbe, waschen nochmal VE, gehen dann in den Ofen, brennen eine Stunde, sind dann fertig. Okay, klingt einfach, ist es aber nicht. Nee, ist überhaupt nicht. Das heißt, die eigentliche Farbe ist in Pigmenten in der Flüssigkeit. Wir haben hier ungefähr 17% Farbe mit Lösemittel, Rest ist reines Wasser. Reines Wasser, okay. Ja. Und die Karosserie wird aufgeladen? Sie wird negativ, oder? Negativ aufgeladen. Aber schlag mich jetzt nicht tot. Ja, also super. Sonst machen wir es raus, ja? Genau, sonst machen wir es einfach raus. Und im Prinzip schwenken wir auch die Karosse. Mhm. Und wir haben hier einen großen Vorteil. Wir können, wir haben hier keinen Stress, oder? Wir müssen jetzt nicht 26 Audi RS4 Limos machen, ne? Noch nicht. Sondern wir machen 3-4 Skids am Tag. Ja, ja. Aber ja. Immerhin, ja. Ja, das ist, im Prinzip haben wir unendlich viel Zeit. Und der Trick dabei ist, wenn wir Zeit haben, erzeugen wir wenig Luftblasen. Weißt du, viele sagen, ah, aber guck mal, im Audi-Werk, da geht eine Karosserie, die macht dann 360 Grad Salto und dann ist das voll geil. Ja, und ihr könnt ja gar nichts. Ne? Damit die Farbe wirklich überall hinkommt. Nochmal, Großserientechnik muss den schnellen Prozess so optimieren, so berechnen, dass der Einfluss der Flüssigkeit und der Abfluss der Flüssigkeit auf die Karosserie gewährleistet ist. Wir hier haben Zeit, wir können spielen. Und viele denken, naja, da gibt es ja bestimmt Luftblasen und dann könnt ihr das nicht beschichten. Ja, ja. Ja und nein, da gibt es sogar einen Herrn, der hat ein Patent gemacht. Der hat gesagt, ich muss innen drehen und wenn ich das drehe, dann habe ich keine Luftblasen. Blödsinn. Das ist Bullshit. KTL ist kein stehendes Gewässer. Das heißt, du hast im KTL eine richtig starke Strömung. Und wenn du zum Beispiel einen Hohlraum voll mit Flüssigkeit machst, aber sie steht da drin in so einer Flasche, ne? Ja. Und du gibst darauf Strom, dann reichen die Pigmente nicht aus, um voll zu beschichten. Das ist dann ein KTL-Fehler. Strömen da weiterhin Flüssigkeit oder schwimmt Flüssigkeit nach, kannst du im Prinzip besser beschichten. Da gibt es aber einen kleinen Trick. Hast du kleine Serie, wenig Material oder bist du langsam, kannst du mit ganz kleinem Eingangsstrom laufen. Der Eingangsstrom erzeugt ein kleineres Magnetfeld und ein homogeneres Magnetfeld. Das heißt, wir können von der Mitte nach außen aufbauen. Wenn wir viel Power draufgeben, dann bildet sich in der Mitte ein Faradayscher Käfig. Das ist wie so eine
Glocke sieht aus wie eine Luftblase. Ist keine Luftblase, ist einfach magnetfeldfreie Zone. Und das können wir mit einer kleinen Stromstärke umgehen durch die längere Zeit. Das heißt, das Feld hat länger Zeit zu kriechen und die Farbe hat länger Zeit nachzuströmen. Das heißt, wenn der Strom zu hoch wäre, würde die Farbe gar nicht haften bleiben. Können wir mal vorführen, das ist hier hinten ein Bus. Ne? Wenn du in einem Bus eine Seitenwand quer aufhängst, also du hast ja so zwei Flügeltüren. Nimmst du zwei Flügeltüren, hängst du sie quer auf, erzeugst du eine magnetfeldfreie Zone, der ganze Bus in der Mitte bleibt lang. Dann kannst du den drehen und wenden, so viel du willst. Wie viel Strom ist dafür notwendig? Weil das klingt ja so, als wenn da schon gut Power hinterstecken muss. Also wir sind hier mit einem Megawatt. Nee, ein Megawatt. Ein Megawatt und wir gehen mit 560 Ampere. Gehen wir rein über 600 Sekunden. Okay, das ist dann auf jeden Fall schon lebensgefährlich, falls irgendwas passiert. Deswegen müssen wir draußen stehen, sonst verschweißt es. Sonst ist vorbei. Okay, ja, so viel dazu. Wir gucken uns das Ganze mal an. Jetzt irgendwie beeinflussen oder ist das selbstregeln? Also man sagt nicht selbstregeln, sondern selbsthemmend. Der Prozess hört eigentlich auf, wenn die Fläche vollständig beschichtet ist, dann geht die Stromstärke runter und dann sind wir fertig. Wir können über den Eingangsstrom, also Eingangsspannung zu der Zeit, können wir im Prinzip die Schichtigen ein bisschen nach oben korrigieren. Aber wir haben hier jetzt schon explizit 100 Sekunden mehr. Und auch 10 Volt mehr. Normal 190 Volt, 500, 400 Sekunden und wir haben jetzt hier 200 Volt mit 550 Sekunden. Wie dick ist die Lackschicht ungefähr? Also ich wäre froh, wenn wir 14 μ kriegen. Ja. 20 ist toll. Ab 30 spricht man über Dickschichtkartell. Ja. Dünnschichtkartell sind so 5 μ. Krass. Ja, also ich persönlich hätte gedacht, das ist dicker. Nein. Ich glaube, ist dicker. 14 μ. Ja. Wenn du im Werk was lackierst und dann eine Schichtdicke drauf machst, 150 μ ist dein Auto fertig. 15 μ KTL, 60 μ Füller, 60 μ vielleicht Basislack, Rest Klarlack, fertig. Ist das warm, das Wasser? Ja. Weil man merkt richtig, wie hier so die Hitze rüberkommt. Ne? Wir haben einen Wärmetauscher, 28 Grad, plus minus 5 Grad. Unter 23 ist schlecht und über 35 ist auch schlecht. Der wird eigentlich nonstop 24 Stunden gekühlt oder erwärmt. Ja, ja, ja. Also da in der Richtung. Könntest du Pi mal Daumen abschätzen, wie viel Gewicht da jetzt draufkommt auf die Karosse? Also ich kann dir sagen, das sind ungefähr 30 Quadratmeter Oberfläche. Das ist nicht mehr. Weiß man nicht. Also ein Kilo würde ich schon für viel halten, vielleicht ja. Zwei. Also wahrscheinlich kaum messbar, ne? Also 2 Kilo. Okay, ich würde sagen Action. Action. Ich ein bisschen Angst, dass die Karosse weg ist beim Hochfahren. Sie ist aber doch noch da. Ihr habt jetzt erst oben die Flüssigkeit so gut es geht wieder rausgespült. Also wir müssen die Restfarbe müssen wir rausspülen. Wir müssen im Prinzip die Falze abdrücken. Das haben wir mit Druckluft gemacht. Und jetzt müssen wir vernetzen, indem wir in den Ofen gehen für eine Stunde
190 bis 200 Grad. Okay, also ihr habt gerade gesehen, erstmal Farbe, alles Überschüssige weg, dann hier drin gewaschen. Normales Wasser oder auch wieder dieses kannst Spezial- du mit normalem Wasser, aber wir machen es mit speziellem Wasser. Und anschließend extrem lange alle Falze ausgeblasen? Ganz einfach, wenn du das nicht machst, wir haben hier keine Großserienanlage, sind nur für euch, ja, oder für ein Auto. Und wir haben ja nicht nur Audi, sondern auch ein Porsche oder auch ein Mercedes, spielt keine Rolle. Unterschiedliche Autos, unterschiedliche Geometrien. Wir haben einen Falz, wir haben Restfarbe. Wenn wir die Farbe nicht rauskriegen und wir kommen in den Ofen da drin, dann quillt sie nach außen, dann sie ist schwarz und wenn sie verbrennt, sieht sie aus wie Rost. Kunde schickt mir eine Reklamation und sagt, eieiei, so ja. Geht es nicht. Okay. So, also finaler Step nur noch in den Ofen. Dann vernetzt sich das und dann sind wir im Prinzip grifffest. Aber wir haben jetzt Zeit, das Ding kann bis zu 2 Stunden für Ausbesserungs-, Nachbesserungsarbeiten. Das ist eine Manufaktur. Wir können jetzt im Prinzip auf dein spezielles Auto die Zeit uns nehmen, die wir brauchen. Sehr gut. Eine Sache zwischendrin. Ihr wartet immer noch darauf, wer die Probefahrt gewonnen hat, als es darum ging, das Gewicht zu schätzen. Das richtige Gewicht waren ja 278 Kilo. Es waren 22.000 Kommentare. Das heißt, es ist fast unmöglich, den Gewinner zu bestimmen. Es gibt zum Glück im Creator-Studio bei YouTube so eine Funktion, dass man nachsuchen kann. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, ich habe einfach nach 278 gesucht und der Erste, der das getippt hat, hieß Michael Baumgart. Wir blenden den Kommentar mal ein. Nehmt es mir nicht übel, wenn es nicht der tatsächliche Erste war, aber es geht von der Funktion her einfach nicht anders zu suchen und 22.000 Kommentare von unten durchscrollen, ist Arbeit. Falls ihr anderer Meinung seid, packt es in die Kommentare, dann nehme ich einfach beim ersten Event mehrere Leute mit. Also sorry, falls da einer benachteiligt wurde jetzt gerade. Den ersten, den wir gefunden haben, der genau 278 hit war, Michael Baumgart. Und somit haben wir auch einen Gewinner. So, okay. Auto in Ofen. Nach dem Ofen sehen wir uns hoffentlich in Stuttgart auf der Retro Classics. Alle drei. Wenn ihr Alex seht, ihr könnt ihn ruhig anquatschen. Genau, Preise, wie lange dauert es, was muss man dazu beachten, wie auch immer, bin ich da. Wir werden Samstag, Sonntag da sein. Wir heißt Marius und ich. Limo wird natürlich auch da stehen. Ich selber werde das Ergebnis nach dem Ofen auch erst vor Ort sehen. Bin also selber gespannt. Und haben wir noch was vergessen? Ja, reinstecken. Mir gefällt das so gut hier, dass ich natürlich nochmal wiederkomme, weil ihr macht auch ganz viel mit Strahltechnik. Ne? Das Trockeneisstrahlen ist hier zum Beispiel entstanden, vor 16 Jahren. Wir haben eine eigene Trockeneisherstellung, wir haben mehrere Kabinen dazu, machen jeden Tag ein Auto von unten. Ne? Seit 16 Jahren. Das heißt, ihr könnt euch auf jeden Fall darauf freuen, Entlacken haben wir jetzt, dann geht es irgendwann mal mit Strahlen weiter. Mit Trockeneis. Trockeneis, Kunststoffstrahlen geht auch, ne? Haben wir auch, jawohl. Gibt ja alles. Und deswegen würde ich sagen, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.